für ein Name? Siebene? Bums? Ah! Tag! Tag auch. Das steht dir jetzt voll im Weg. Das ist aber scheiße. Platte ist zu Ende, bitte drehen. Ich drehe auch gleich. Ich weiß noch nicht, an welchem Rad, aber... Ich war heute Nachmittag raus im Garten unterwegs. Und auf einmal, hallo! Und dann steht er da. Mein Papa, der Cyber Uno ist da. Grüß euch. Michi95x, danke für dein Abo. Hallo Papa von Cracky, hallo Cracky, hallo Papa von Cracky. Hi Cracky und Uno. Ja, der Cyber Uno ist da. Cool, oder? Ja, und er hat natürlich ein paar schwarze Scheiben mitgebracht. Also muss man dann vorhin erstmal gucken, wie wir das hier realisiert bekommen, dass man meinen Plattenspieler dann mit ans Mischpult bekommt. Und das war ein bisschen kompliziert, weil der muss geerdet werden. Da ist ein fest installiertes Kabel dran, weil sonst brummt es wie die Sau. Und es ist vom Kabel alles ein bisschen knapp hier in der kleinen Hütte. Aber wir haben es geschafft. Jetzt seid ihr da. Und du bist auch da. Ja. Schön. Nabend, Jung. Nabend. Bisschen Stress gehabt gerade, aber geht. Ja, ich habe gerade noch versucht, eine neue Capture-Karte ans Laufen zu kriegen, aber nein. Wollte nicht. Nein. Menü Forever ist immer noch das Beste. 160p, um Crackys Papa zu sehen. War eine Hammerscheibe. Guten Abend, Nobald Mostly Harmless. Sieht man irgendwo, wie lange man schon abonniert hat? Weiß ich nicht. Gute Frage. Retro ist Shellac und Grammophon mit Trichter und Kurbel. Dann haben wir ja Hintergrundmusik. Hintergrundmusik. Ich glaube, so viele Scheiben hat er nicht mitgebracht. Das ist im Hintergrund hier Herbert Grönemeyer durchhören oder was? Dann kannst du den Stream jetzt erleben und nie wieder, weil dann ist nämlich alles gemutet. Und wer weiß, was der Artikel macht. Santa hates you. Papa sagt, der kleine Cracky soll mal sein Zimmer aufräumen, sonst hier wird kein Abendessen. Hm, klar. Der Max Hardcore, sein Datenvolumen ist fast alle. Oh no. Und VF tot. Das ist kein Montagekit für deinen Shadow Rock. Na, musst du halt erstmal den Default-Kühler nehmen. Fiese Ostfriese. Hast du keine Wahl, Ernie? Dann braucht man noch eine Scheibe, dann hat er wieder Volumen. Wegen Lautstärke, ne? Was für heute geplant? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Atmen, quatschen. Ich weiß es nicht. Musik hören. Musik hören. Zwischendurch. Er hat am wenigsten Datenvolumen. I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Schwengeldengel! Goldnudelalarm! Max Montezuma! Wupp, wupp, wupp! Guck mal, ist der erste Mann mit einem goldenen Ravioli-Ball da vorne. Leck mich in ne Tesch. Ist halt ein bisschen komisch. Wir sind Oktober letztes Jahr gestartet, dass man uns abonnieren kann. Und jetzt im September sind es 12 Monate. Weil man zählt ja 1. Also das heißt, eigentlich bin ich auch schon 35, aber das ist die Gamescom-Zählweise, das haben wir jetzt so für uns echauffiert. Guck mal da, der Jimbo auch, alle am Gold schürfen. Jimbo auch Goldnudel. Wow, der elitäre Club der Goldnudeln. Guten Abend. Ich glaube, du hast wieder einen PC mitgebracht, den wir uns angucken können. Ne? Ja, hab ich auch. Ja. Zum Bleistift. Guten Abend. Dicke Mix. Schön, dass ihr da seid. Der Edu auch. Das Good Old California. Adlan! 3 Monate. Wupp, wupp. Der Grüne. Gumrill sagt der Grüne. Gumrill der Grüne? Was bedeutet das? What does that mean? Was machst du da? Keine Ahnung.
Musik oder was? Zu laut. Ich höre dich nur nicht. Nein, noch nicht. Ich habe gar keine Musik angemacht. Aha. Hörst du mich, ne? Ja, ich höre dich. Ja. Sehr schön. Jetzt dreht er hier die Musik auf. Naja, so ist es nur ein bisschen. Nur ein bisschen so. Hintergrund. Mhm. 51 Tage. 51 Tage. 51 Tage lang. Was wird heute gebastelt? Jim Beam. Spindase. Ich glaube, du hast es geschafft, wenn deine Frau zu dir sagt, du hast eine Goldnudel. Ja. Das hört sich nach einem guten Plan an. Schatz, du hast eine Goldnudel. Passt auch zu Cracky. Was machst du da? Keine Ahnung. Ja, ich habe ja nie einen Plan, was ich mache. Das wisst ihr doch. Wer sie ja gerade noch so schön baldowert vom Wegen. Vielleicht nimmt er sich mal Zeit zum Vorbereiten. Ha! Haha! Naja. Schön wär's. Ich kann euch den Stromverbrauch anzeigen. Aber das würde auch nichts bringen. Wie geht's euch? Wer hat denn heute schon den ganzen Tag den Bersi zugeschaut? Die Hand heben. Chillige Scheiße. Der HDD Breaker, crazy man. Und erst dann ich auch ein bisschen. Ich wollte es dich nicht spoilern lassen. Mit Unterbrechung. Wolltest dich nicht spoilern. Sorry, ich nicht. Games sind nicht mein Ding. Nicht schlimm. Nur 2 Stunden. Bersi hat einen tollen Stream gemacht. Das finde ich auch. Respekt und Anerkennung an den Bersi. Mein Sitzfleisch würde das nicht aushalten. Du hast noch seinen Zusammenbruch gesehen. Was passiert? Der Einkauf kam dazwischen. Ich habe heute eine Regentonne gekauft. Das war auch geil. Gehst in den Laden. Ja, wo sind denn die Regentonnen? Moment mal. Ja, ich habe hier geguckt online. Ihr sollt nur 80 Stück davon da haben. Ja, wir haben nur das, was vorne im Gatter ist. Ja. Aha. Dann war die auch noch teurer, die da war. Eine Regentonne. Ich habe einen Matschtisch für meine Kinder letzten Samstag gebaut. Jetzt brauche ich eine Regentonne, damit ich nicht die ganze Zeit mit Leitungswasser matschen lassen. Regnet doch nicht mehr. Ach so. Mist. Scheiße. Lukotus. Was ist los mit dir? Was hast du? Nix. Nix. Die Dose zünden. Du willst die Dose zünden. Ja, lass uns doch die Dose zünden. Ja, damit nur ein bisschen. Das hat was von Yellow Musik. Yellow. Yellow. Yellow habe ich auch gemacht. Yellow. Blue, blau und gelb. Ja, dann lass zünden. Komm. Vor die warm. Alkohol wird alles besser. Ah. Zünd den Knaller. Prost. 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 Lecker Döschen. Also die hatten viele da. Sehr lecker. Weil die hatten viele Regentonnen da, aber das war so total undurchsichtig. Irgendwie Preisschild hier, der Deckel dann mittendrin und dann dachte ich mir, okay, wo ist denn der passende Hahn dafür? Dann gehe ich dann da rein mit der Tonne bewaffnet. Das ist natürlich gar nicht so einfach, wenn du dann Tonnen gestapelt hast, ja. Und dann ziehst du die raus. Und dann ist in der einen vielleicht schon Wasser drin, weil es doch vielleicht ein bisschen geregnet hat. Ziehst du die, hast du Unterdruck. Nimmst du dann die nächste natürlich und dann den Deckel dabei. BRCMB2. Thanks, man. Viele Tonnen da, aber kein Regen. Richtig. Und dann bin ich dann erstmal da rein. Ja, was ist denn hier mit dem Hahn? Den kriegst du bei mir an der Kasse. So, danke. Oh, der Lead Bromart hat auch schon 4 Monate. Der Knecht Ruhrecht hat 3 Monate. Aha.
Reich und sexy, 4 Monate. Da muss nur I have to play kommen und dann explodiert wieder alles. Regentonne, wir haben doch Passierschein A38. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Accounts gehören einer der gleichen Person. Du verrückter Hund. Da, ja. Guck, was der macht. Jetzt verschenkt er doch Abos wie ein Wahnsinniger. Wie viele sind das? 10, 20, 30? Bist du bekloppt oder was? Was ist denn hier los? Alter, 20... Der Bromart hat gerade 20 Stufe 1 Abos an zufällige Leute da draußen verschenkt. Leider ist es der falsche Alarm, aber... Bedudelt. Alex W., der Konsti kommt jetzt als nächstes. Hä? Jetzt kommt der Alarm. WTF betreff. Das ist halt super random. Konsti 1983. Diabolic Tutor. Wir wissen nicht, was Twitch da macht. Du bist doch total bekloppt, Mann. Du bist einfach total bescheuert. Ach ja, Moinsen zusammen. Guck mal, hat er auch noch sein Abo auch noch reingehauen. Du bist so ein verrückter Kerl, echt. Danke für den Support. Tag Post. Gorkon 112. Ja, ich rufe auch gleich die Feuerwehr. Guck mal, der beduddelt bedankt sich. Abo für alle. Bekloppte sind die Besten. Ja. Wusstest du, dass ich dich liebe? Sagt der Kevins Gamerblog. Hat der Kevin denn auch eins bekommen? Nee, sonst hätte er einen Ball. Stuggi! 0711. Ja, hast eine Schnarke reingeflogen. Hast du sie erwischt? Mein Vater geht auf die Jagd. Oh Mann, ey. Timmy 2008. Danke, Mann. Hast du sie jetzt? Keine Ahnung. Norik! Wup, wup. Der Jansoft hat auch die Goldnudel erlangt. Was geht ab? Was macht der Mann da? Der tötet eine Schnake. Black Long Snake 88. Was geht ab? Uwe 260692. Ob der Inhalt von Papas Soße noch gut war. Ja, der ist sehr gut. Aber die Schnake habe ich auch gesehen. Die hat das nicht eingebildet. Ist das dein Papa? Ja. Schwengeldengel. Bromi. Was kostet der Wunschtrack? 2 Euro wie bei der Jukebox. Super Idee. So machen wir das heute. Der Steeltech braucht ein paar Bits raus. Ihr seid total verrückt. Steinflug! Ich krieg das gar nicht mehr mit, weil nicht jeder einen Sound macht. BK Smokey! Erdbeben! Was ist hier los? Fiese Ostfriese! X-Mark! Hast du meine Streams nicht geguckt? Fiese Ostfriese! Also den 2.6 ohne X, den bekommst du in der Regel auf 4 GHz, wenn du ganz viel Glück hast, ein goldener Chip erwischst, kriegst du den auf 4.1. Der Alex W. verlängert sein Geschenk-Abo. Wow, das ist super, mit dem September fortgesetzt für 1 Dollar. Awesome, was ist denn da Schönes? Ein Automobil? Mixte sie. Ja, das müssen wir uns gleich mal hier auf dem Camcorder angucken oder so. Was ist das für ein Fahrzeug? Bestimmt Uno. Alex W. hat es verlängert. Komm noch hier. Followers rein. Rückt heute. Jansoft ist korrekt am Start. Wup, wup. Was ist das für ein Auto? Was macht ihr? Was meint ihr? Da kommen die
40 Bits vom Steel Tag. Und der Ego 77 Germany hat auch 100 Bits springen lassen. Was war das für ein Auto, dem Aufbau? Puff! Die Lösung kommt gleich. Die Subparty. Der Mod hat dem Kevin ein Abo geschenkt. Wupp wupp! Komm, du Pobak! Ey, Papi! Das ist doch ein Trabi! Oh! Aha! Der sagt, knapp daneben ist auch vorbei. Sagt, das ist ein Trabi. Ist das ein Trabi? Party 100. Warum ist dein Papa bei dir? Weil der halt vorbeigekommen ist. Auto mit zwei Turboladen. Bulli schreibt er. Er schreibt ein Bulli. Das Auto kam aus der Eifel. Der Kevin's Gamer Vlog, da ist er. Und so sah er dann auf der Strecke aus. Ach! A Capri! Von Zackspeed aus Niederzissen. A Capri! Aus Niederzissen. Kann ich das Bild noch mal sehen? Ach, jetzt hast du schon rausgehauen. Der Zackspeed. Jo, guck mal da. So in der Halle. Und so auf der Strecke. So schön auf der Strecke, das ist das schöne Fotos hier. Da ist auch eine Beschriftung hinten drauf. Was das für ein Foto ist, original von Zackspeed. Hast du das vom Leo oder wie er hieß? Vom Yellow. Vom Yellow? Ja. Yeah. Wo wir gerade bei Yellow waren. Das Skelett des neuen Ford Zackspeed Turbo Capri. Modernste Leichtbautechnologie. Reduziert das Kampfgewicht des Super Capri von Klaus Ludwig auf knapp 830 Kilo. Von der serienmäßigen Rohrkarosse stammen im Wesentlichen nur noch das Dach. 2 Euro, dann wünsche ich mir Electroglide in Blue. Das habe ich nicht auf Vinyl. Danke, Mann. Von der serienmäßigen Rohrkarosse stammen im Wesentlichen nur noch das Dach, die Fensterumrahmung sowie Rudimente des Vorderwagens und des Hecks. Die nötige Festigkeit und Verwindungssteifigkeit liefert jetzt ein komplizierter Gitterkäfig aus rund 80 Metern Alurohr. Der Turbomotor mit Doppellader und Ladeluftkühlung leistet zu Beginn der Saison rund 560 PS aus 1,7 Litern Hubraum. Foto von Ford, März 1980. Leck mich in the Tash. Wat ein Flieger. Da ist die Schnark wieder. Shit. Ja? Hat schwer bekriegt. Weiß ich nicht, was er jetzt für eine Platte auflegt. Wieso gibt denn da nichts? Nicht? Dauert einen Moment. Du bist doch noch in der Einlaufrinne da. Die ist relativ lang. Und mal gerade vom Yellow gesprochen haben. Das ist eine Schnark. Schnarke, das ist Ungeziefer. Schnarke, ja, Ungeziefer. Keine Ahnung, ob das Kölsch ist. Yellow the Race, oder was? Yes. Ah. Das müsste der Kleine sein, Moment. Harald Erchtl. Was ein Sound. Diesen bis zu 270 schnellen Fahrzeug. Post BRC MB2. Im Samenladen heißen die auch so. Das ist eine Stechmütze. Ich bin Wuppertaler, ich kenne sowas nicht. Bruno, ihr Sohn mit Fans im Internet, was sagst du dazu? Was sagst du dazu, dass ich Fans im Internet habe? Sagt der Kevin. Mein Vater ist ein Mann der großen Worte, wie du feststellst. Versteht man uns noch oder ist die Musik zu laut? Offensichtlich. Nö, man hört mich doch. Schnaken tun doch nichts. Nö, die schwächen nur. Wie alt ist mein Vater? Ich glaube 61. Wie viel Uhr? Du bist doch 57, nicht? Ja. Na also, dann ist das doch richtig. Fühlt sich nicht so. Nee. Ja, ja. Das
Alter, wie ich schreien. Schlag und stechen nicht. Ist die Musik zu laut oder soll ich nicht ticken leiser? Die Musik könnte ein wenig leiser, sagt der Rico. Okay. Nice Pulp Fiction Shirt. Ja, danke, Triniox. Danke dir. Wir talken heute mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir noch was machen. Ob wir das hinkriegen. Ja, that's a thing I don't know. Etwas leiser. So gut? So stimmt die Lautstärke. Für den einen ist es zu leise, für den anderen ist es zu laut. Der eine möchte was hören. Ja, ich glaube, für die Leute, die ein Headset aufhaben, ist die Musik zu leise. Und für die Leute, die über Lautsprecher gucken, ist die Musik zu laut. Aber bisschen oder leiser, noch mehr leiser. Oder über den Fernseher. Ich kann das auch machen, ich muss mich nur drehen. Ja. Natürlich hört man doch was. Siehst, ja, geht doch. Du hast hier einen VU-Meter. Guck mal, ja, wenn ich nicht quatsche. Schön. Wer ist die Mutter von Niki Lauter? Niki Lauter? Ne, da steht Lauter. Mama Lauter. Okay. Mama Lauter. Mama Lauter. Oh Mann. Das Gehäuse ist noch nicht auf der Postsammelstelle liegen geblieben. Für den Rechner, das neue Gehäuse vom Donnerstag. Ja, das ist seit Donnerstag. Donnerstag 12 Uhr ist der Status unverändert. Ich habe leider noch keine Mitteilung bekommen, wer gerade beim Gehäusefußballturnier führt. Bei der DHL. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Gehäuse los ist. Ich bin Hörgeräteakustiker und kann euch gegebenenfalls helfen, wenn jemand nicht gut versteht. Jumano Prince. Das ist super. Dir ist mal ein Böller neben dem Ohr explodiert. Wie? Silvester. Linke Seite. Ich glaube, darum bin ich auch kein Fan davon. Ich sträube mich jedes Jahr dafür Geld auszugeben. Und meine Kinder schaffen es auch noch nicht. Die können nicht so lange wach bleiben. Das klappt nicht. Jetzt noch die Disco-Kugel ausfahren. Ich habe letztens noch dran gedacht, ich hatte früher Lichtorgeln. Weißt du, die Ampeln, die Lichterdinger, die man dann zwischen das Lautsprecherkabel gehangen hat. Ja, ich auch. Auch ganz am Anfang. Ja, die ich habe es jetzt so ein bisschen bereut, wo jetzt gerade wieder alles bling bling RGB machen muss, dass ich die nicht mehr habe. Erst dein Papa, danach wollen wir dich und deine Frau bei der Bastelnacht sehen. Go for it. Naja, meine Frau will nicht. Nebelmaschine und LED-Lüfter. Könnt ihr wie Madcore vielleicht einen Poll über den nächsten Track starten? Also eine Abstimmung über den nächsten Track. Kann ich denn hier die USB abspielen? Ja, das war wiederum kompliziert wegen der Lautstärke, weil ich dann auch automatisch die Alarme laut machen würde. Da hätten wir jede Menge schwarze Scheiben zur Auswahl. Jetzt noch die Nebelmaschine anwerfen. Und die Schaufel. Die ist gut cool. Okay. Spiegelkugel und dann ein Spot. Und dann Spiegel. Ja. Und dann machen wir hier Schaumparty. Die Nebelmaschine hat er doch. Die Nebelmaschine habe ich jetzt. Da hat er schon mal hier schon. Die Atemluft ist super. Videoclip gestartet. Reisen. Du hast doch noch die ganzen RGB Ryzen Kühler. Schön bunt. Richtig. Und das Aufbauen war auch eine Angelegenheit von 2 Stunden. Also insofern, das ist easy. Dicht raus, Sport an. Jetzt wird's komisch. Oder? Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Billy
Dann geht hier nichts mehr. Wenn wir hier unsere Tagessonne ausmachen, das ist nicht schön für euch. Dann sieht das nachher aus wie ein Stream von Gronkh. Ich meine, ich finde seine Streams ja auch sehr gut. Disco. Moment. Hier. Every day and every night. Wir hören ja die Musik nicht, das ist ja der Witz dabei der Sache. Wir hören die Musik gar nicht! Wir hören nur das leise Sauseln der Vinyl hier. Ja, gib. Capri Sound ist ja auch drauf. Capri Sound. Und dann hier, wenn du hier abends rumfährst, triffst du höchstens mal einen Baum. Needs more RGB. Namen Cricky, Namen Chat, Namen Nachbar von Cricky. Nachbar? Das ist mein Papa. Weil es der Nachbar, der ist, der neben mir sitzt. Das ist mein Papa. Das Cyber-Uno. Cyber-Uno persönlich anwesend. Was mich interessiert, wo ist das Zeug vom Sofa hin? Weiß ich auch nicht so genau. Was für ein Sofa? Was für ein Sofa? Sieh dich da drauf. Yellow, das ist ja ewig her. Ja, Chiller. Wir sollten jetzt schon 1,32 Liter gesoffen haben. Mist. Weil der Bär sich schon seit 11 Uhr streamt. Ja, das Zeug vom Sofa ist zum Teil beim Broma. Wenigstens gut angekommen. Wie, wohnst du auch zu Hause? Ich? Ich wohne zu Hause. Ne, wir haben leider eine ganz schöne Distanz zwischen uns beiden. Und wir sehen uns selten. Ich glaube, so oft, wie wir uns dieses Jahr gesehen haben, haben wir uns seit 10 Jahren nicht gesehen. Gehe ich recht der Annahme? Wir haben uns einmal im Jahr gesehen. Vielleicht zweimal. Und überhaupt, ja. Schnappatmung. Wobei der Nebel sehr, sehr lungenverträglich ist, habe ich den Eindruck. Cracky und Vater, heute noch Josh Brink, Don't Love. Wo ist denn Ilja Richter? Der fehlt noch. Who's that guy? Mit dem Ford Capri ging es. Mal einen Tick näher ran für dich. Ja, mein Vater hat auch seine neue Brille auf. Vom Brillenshoppen vom Augenmeister. Find das cool, dass dein Papa hier vorstellst. Ja! Wir haben ja schon mal eine Bastelnacht gemacht mit einem seiner Computer. Haben wir ein bisschen aufgeblasen wieder. Unos Brille ist powered by Augenmeister. Seine beiden. Eine für den Rechner und eine fürs Autofahren. Also beide. Alle beide. Das ist die Rechnerbrille, ne? Ja, das ist die Rechnerbrille. Oh, jetzt sehe ich, was die schreibt. Oh, hoppala. Hoppala. Besser so. Golden Test. Guten Abend, Martin. Guten Abend zusammen. Wie sagen wir denn da momentan? 3000. Viel? Ne, 290. 290. Solange Uno alles mit Vollgas sehen kann, ist es gut. Dann bitte gut heizen. Der HD Breaker hat die erste Bastelnacht auf YouTube gesehen mit dir zusammen. Ne, dieser hier. Cracky, hab ne Idee. Kannst ja mit deinem Papa Super Mario spielen. Wird bestimmt lustig. Ja. Wenn wir was spielen sollten. Wenn wir was spielen sollten. Jetzt hat dein Papa den Durchblick. Jupp. Wenn man links posten darf, kommt gleich was. Man darf hier links posten durchaus, aber kommt halt drauf an was. Ob ich das jetzt anklicke, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das reißt halt immer so raus. Da will jemand auch nur die genaue Uhrzeit feststellen, oder? Hier steht 305. Das sind auch nur Zahlen, Papa. Erfahrung mit dem Darkbase 700? Nein, leider nicht. Am besten wir spielen vor der Justin. Hören wir. Mr. Meduk.
jetzt nicht auf die wieder. Gut. Der ist der alte Mann links, der also so nachdenklich da sitzt. Ich glaube, du meinst mich, Nasenmann. Zelebrieren Sie die Arbeit Ihres Sohnes. Ausrufezeichen. Der Kevin ist sehr nobel, dass er dich sieht. Die echte Mutti. Hallo. Kennt dein Papa 100%. Hat dein Papa bastelt und du darfst nicht eingreifen, sondern nur sagen?